Willkommen zurück zu einem neuen Part von Lie-Eat. Nachdem es am Ende der letzten Folge nochmal richtig spannend geworden ist, wollen wir nun mit Rachel reden. Und das tun wir jetzt direkt als erstes. Nicht! Du wirst Rachel noch zu Tode erschrecken. Rachel? Hey, ich möchte reden. Nicht gut. Schläft sie? Es wird nicht mehr viel Zeit sein. Überflutung von Lügen. Ich kann sie nicht mehr unter Kontrolle halten. Eine Flut an Lügen? Wenn du von Lügen getrieben wirst, dann werden die Dinge lästig. Wenn sie überfluten, dann werde ich sie einfach reduzieren. Ich werde sie essen. Okay, dann müssen wir einmal gegen die Lügen kämpfen. Leber. Na gut, kämpfen wir mal. Ich denke, das sollte auch keinen wirklichen Satz ergeben. So. Jeff. Ganz schön stark. Oh, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber es war wieder so ein Durcheinander von Buchstaben. Alles sauber gemacht? Was ist das? Der Schlüssel für... Ein Schlüssel für irgendwo, schätze ich. Und welche Räume sind versperrt? Hey, Leo, du wirst hier nicht vor mir sterben, oder? Was soll das denn jetzt ganz plötzlich? Wenn du stirbst, dann würde ich... Hör zu, sei einfach leise und folge mir. Und für die restliche Zeit werde ich dich beschützen. Was war das für ein Geräusch? Das ist ein totales Durcheinander. Kümmere dich nicht drum. Versuche es zu vermeiden. Okay. Ich weiß nicht. Sollen wir mal versuchen, dagegen zu kämpfen? Dann speichere ich einmal auf einem neuen Speicherpunkt. So. Wow, das sind ganz schön viele Lügen. Haben wir irgendwelche Skills? Ja. Okay. Eine elektrisierende Attacke. Da wirft man ein Messer. Ist das auf alle? Nein. Und das sind drei Messer. Ich denke, dann ist das wahrscheinlich am effektivsten. Dann fangen wir hier in der Mitte an. Was kann sie? Sie könnte Support-Zauber machen. Dann macht sie das einmal. Ich hoffe, wir überleben das. Wow. Okay, wir sind stärker geworden. Er benutzt nochmal die drei Messer. Und sie wird einmal normal angreifen. Ist eigentlich egal, wohin. Sie wird schon irgendwas angreifen. Hoffentlich stirbt Leo uns nicht weg. Das sieht gut aus. Okay, kann er nochmal Messer werfen? Aber nur eins. Dann wirft er es auf das mit dem Mehrleben. Was für ein Deutsch mal wieder. Und sie greift die schwächere Lüge an. Okay. Und jetzt greifen sie einfach beide an. Okay, wir haben es überlebt. Puh, haben wir Heilmittel? Ah, 30 X, also HP für beide. Können ja auch beide ganz gut gebrauchen gerade. Und dann heilen wir ihn nochmal separat. Okay, puh. Wow, hier sind ja jetzt auch Lügen. Ich glaube, die ignorieren wir besser erstmal. Es ist aufgesperrt. Was ist hier passiert? Ein Durcheinander. Was haben wir hier? Nichts. Es beinhaltet eine Art Flüssigkeit. Entweder also Blut oder diesen Loveberry-Saft. Irgendwas am Regal? Ja. Diese Seiten sind ganz abgenutzt in diesem Buch. Mit jeder Generation, da wurde das Blut der Vampire unserer Familie schwächer. Aber
Es gibt eine kleine Chance, dass es einen Nachkommen gibt, der mit dichterem Vampirblut geboren wird. Die Kontrolle dieser Kräfte ist schwierig und sie könnten Menschen angreifen, ohne es zu realisieren. Neben den Menschen zu existieren, ist eine wirklich schwierige Angelegenheit. Nachdem wir in diese Stadt hier gezogen sind, da haben wir eine Regel eingeführt, und zwar, dass man Kinder, die ja mit diesem stärkeren Blut geboren sind, ja, tötet, übersetzt, dass man dafür sorgt, dass sie fortgehen. Zwei Kinder wurden uns geboren und eines davon wurde mit einer größeren Konzentration des Vampirblutes geboren. Die Kräfte sind noch nicht erwacht, aber es kann nicht mehr lange dauern bis dahin. Aber ich könnte niemals die Hand an mein eigenes Kind legen. Meine Frau ist während der Geburt unseres zweiten Kindes davongeschieden. Deshalb möchte ich nicht noch jemanden verlieren. Morgen werde ich mich mit den Menschen der Stadt zusammensetzen und darüber diskutieren. Es wird eine dunkle Nacht morgen sein. Das heißt, eins von ihnen wurde als Vampir. Das eine ist als Vampir erwacht und das andere ist in Ordnung. Das heißt, eins der Geschwister ist ein Vampir. Das heißt, einer von den beiden trinkt kein Blut. Ja, und auf der anderen Seite ist eins, das Blut trinkt, um zu überleben. Vielleicht wurden alle der Älteren, also der Leute, die hier gewohnt haben, und die Tiere angegriffen. Oh je. Der Kapitän befiehlt: Ich bin hier, um euch zu retten. Hä? Von wo kommst du, Mister? Ich bin ein Schattendrache. Das erlaubt mir, physische Hindernisse zu ignorieren. Hey, Vizekapitän, hier sollte ein Mädchen im Anwesen sein. Irgendwelche Ideen, wo sie sein könnte? Ein Mädchen? Das ist das letzte Zimmer, das ich kontrolliere. Und alles, was ich gefunden habe, seid ihr beiden. Rachel ist nicht hier? Wo ist der Kapitän? Der Captain. Er hat die Informantin und ihren Assistenten evakuiert und dann ist er herausgegangen, um zu patrouillieren. Klingt gefährlich. Hey, worüber habt ihr eigentlich genuschelt? Bring uns schnell hier raus und danach möchte ich, dass du die Informantin beschützt. Und was bringt dich dazu, mir Befehle zu geben? Mr. Brett, bitte, dieser eine. Du solltest ihn besser fangen. Wir sind draußen. Hör zu, es ist nicht so, als würde ich dir einen Gefallen tun. Ich werde zur Informantin gehen und danach nach dem Captain schauen. Danke, du bist eine wahre Hilfe. Und es ist wirklich ein totales Durcheinander von Lügen und Wahrheit hier draußen. Ein Haufen böser, schwammiger Gefühle. Und wir sollten uns schnell darum kümmern. Wow. Okay, ich würde aber erstmal sagen, dass wir gucken, ob wir nach Hause gehen können, um uns auszuruhen. Wow, scheiße. Wir wurden angegriffen. Ja gut, wir können nicht fliehen. Und wir haben keine Skill Points. Das ist fies. Aber sie hat jetzt was Neues gelernt. Sie kann Burning Eyes, also brennende Augen anwenden auf alle. Nein. Hat sie wirklich nichts, um andere anzugreifen? Doch hier, sie kann Feuer spucken. Mal gucken. Das sieht gut aus.
Das sollte... sie kann nicht nochmal, aber das hat schon mal gut geholfen. Die restlichen kriegen wir auf jeden Fall platt. Puh, das haben wir geschafft. Und ich war gerade auf dem Weg nachzuschauen, ob man sich in dem Bett ausruhen kann. Huch, so. Ja, tatsächlich. Jetzt sollten wir doch wieder geheilt sein. Super. Ich würde sagen, jetzt wo wir uns einmal ausgeruht haben und die ganze Stadt voller Lügen ist, werde ich gleich offscreen einmal ein paar davon besiegen und uns ein bisschen aufleveln, weil wir wissen ja nicht, ob gleich ein finaler Kampf kommt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter ermitteln. Bis dann!